Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Ocarina of Time, Zelda, The Legend of, keine Ahnung. Tut mir leid. In der letzten Folge haben wir den Feuertempel abgeschlossen, ja, und haben den Boss Volvagir geplättet mit einigen, ja, Überwindungen, haha, so habe ich den Part genannt. Ist natürlich im eigentlichen Spiel nicht so, aber ich wollte eine Referenz zum Manga bringen, ja, deswegen darf ich das. So, und mit unserem neuen Item, dem Hammer, und einigem anderen Scheiß, können wir uns jetzt eine ganze Menge neue Sachen holen. Vor allen Dingen hier im Todesberg gibt es ziemlich viel, was wir noch tun können. Wir können nämlich diese Steine kaputt machen. Komm da unten rein. Was da unten ist, weiß ich nicht. Aber wir werden es rausfinden. Okay. Verkaufen die irgendwas Sinnvolles? Sind das nur so Typen, die total Scheiß verkaufen? Gucken. Hab Erbarmen. Ich kann dir einige Bomben verkaufen. Nein. So, du. Hast du was Sinnvolles? Pfeile. Nö. Und du hast wahrscheinlich auch nichts. Ich darf die Deku-Nüsse nicht mal rot unterlegt. Nein. Gut, verkauft nur Scheiße. Ich wollte lieber nochmal sicher gehen. Einer verkauft nämlich, meine ich, noch ein Herzteil. Wo haben wir, glaube ich, schon gekauft, ne? Das haben wir, glaube ich, schon. Egal. So, da oben ist ein... Ha, ein Herzteil, das kommen wir leider noch nicht ran. Na gut, machen wir weiter, da kommen wir wieder raus, da sind wir ursprünglich hergekommen. Aber wir können auch hier weitergehen. Nicht wahr? Genau, erstmal da rein. Und da ist es wieder, hocherotisch. Kann ich eigentlich, warte mal. Nee, schade, ich kann nicht mit dem Hammer eine Wirbelattacke machen. Das wollte ich mal ausprobieren. Bam! So. Eine neue Feenquelle. Und ich meine zu wissen, was wir hier kriegen. Hm. Boah, voll schnell. Oh nein. Es geht wieder los. Ah, hallo. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee der Weisheit. Ich werde deine magische Kraft erhöhen. Oh yeah! Sei bereit. Genau, Mann. Wir kriegen jetzt nämlich eine höhere Mana-Leiste. Magie-Leiste, was auch immer. Was ich ziemlich cool finde. Denn, naja, mittlerweile ist unsere Mini-Leiste da auch schon ein bisschen ausgelutscht, ne? Mit der Länge von, glaube ich, 5 Herzen. Ja, jetzt würden wir geheilt werden, wenn wir Schaden hätten, aber... Wir sind ja Pros, wir nehmen keinen Schaden. Deine magische Kraft wurde erhöht. Deine magischen Kräfte wurden verstärkt. Du kannst nun doppelt so viel magische Energie... hast. Ich kann's. Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich einfach wieder. Nee, danke. Danke fürs Angebot, aber... Nee. So. Das sieht doch schön aus. Und mehr Mana dürfen wir auch eigentlich nicht bekommen. Was ist eigentlich? Wir bekommen es nicht. Ich weiß es. So. Aber wir können hier noch weiter. Boah, komme ich genau da raus. Auch cool. Denn da gibt es noch ein Herzteil. Und ich weiß gar nicht, wie viele Herzteile haben wir eigentlich? Keins. Das ist ja... Scheiße. Naja. Aber muss sein. Da ist ja auch noch ein Loch unter. Stimmt nicht. Nö, oh, die gehen gleich sofort kaputt. Für die Luschendinger. Okay, da ist noch eine Höhle drin. Keine Humpen. Die haben irgendwer so ein Brett hingelegt einfach. Naja. So, wir gehen natürlich hier runter. Genau. Ich kann, glaube ich, ich kann es mal ausprobieren. Man kann auch. Oh, nee. Das war zu früh. Wenn ich im richtigen Moment mache, bei der Lücke, genau. Ja, ich lasse jetzt mal lieber, dann kann ich da auch mit der... Ja, mit dem Sprung da quasi reinfliegen. Das geht. Nur leider bin ich viel zu blöd dafür, deswegen lassen wir es lieber. Und da oben ist ein Herzteil, Mann. Ich will das haben, da links. Aber ich komme noch nicht. Dafür muss ich erstmal was anderes erledigen. Wenn wir wieder ein Kind werden. Ohoho, Spoiler. Wir werden nämlich später nochmal wieder jung. Einmal wieder jung werden. Nein. Also tatsächlich, wir können wieder jung werden. Ab einem bestimmten Zeitpunkt. Da muss ich halt... Wenn man den Scheiß erledigen, wie man das Kind machen muss. So, bevor wieder Scheiße passiert, gehe ich lieber außen rum.
Ist, glaube ich, besser. So. Hey! Ein Herzteil. Schön. Was will Navi jetzt? Wir sehen gleich schon zum nächsten Punkt. Spürst du das? Ein eisiger Wind weht vom Zora-Fluss herüber. Ja, natürlich, Navi. Merkst du auch hier im, ups. Im Todesberg, ne? Da spürt sie sowas. Ein Wunder, dass Navi überleben kann. Ich kann es auch gerade mal mit meiner Rüstung. So, mal gucken, was da ist. Bestimmt auch nichts Wichtiges. Aber da kommt ein extra Geräusch. Also muss hier was sein. Nö. Nur so ein Billigraum. Na gut, ups. Ja. Die Bomben. Im Gegenschussmenü kannst du sie auf platzieren. Mit ja, ja, ja. Warum lese ich das eigentlich noch vor? Wir haben Bomben schon vor 50.000 Jahren erhalten. Naja. Gut, ich hatte ja für diesen Part eigentlich geplant, dann schon das Bigoron-Sword zu holen, wenn ihr euch erinnert. Also das nächste Schwert. Ob ich das jetzt schon machen kann, weiß ich gar nicht. Weil ich muss da in einige Gebiete rein, in die wir noch nie drin waren. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jetzt schon geht. Man müsste eigentlich. Da ich mir aber nicht ganz sicher bin. Naja, sollte ich vielleicht auch erst im nächsten Part machen. Dann nochmal gucken, ob wirklich funktioniert. Oder schon mal anfangen. Das kann ich ja schon mal. Scheiße. Offensichtlicher geht's nicht, ne? Ist nur so ein Ding hinter? Wollt ihr mich verarschen? Ach, Maul. 12 Uhr. Genau. Cool. Na, dann kann ich hier wieder. Oh! Ich hab hier. Dann kann ich hier wieder raus, wollte ich sagen. Was hier war. Ohne Spaß. Ne, Moment. Das ist ein alternativer Ausgang, oder? Ach stimmt, das ist der. Ach so, das ist der normale Ausgang. Wir sind ja über Goronia da reingekommen, nicht wahr? Hier ist der normale Eingang, den wir schon mal benutzt haben, um uns damals die Skulptula zu holen. Ach ja. Jetzt wird's lustig. Der Kerl da. Na? Mein Bruder, er hat einen neuen Laden. Es ist Medigorons Waffengeschäft. Es bla. ich kann ihn sogar anvisieren. Einfach sein Nasenloch. Na, der Typ hat später sogar noch einen Sinn für unsere, ja. Wow. Für unsere Massenquest. Massenquest. Was laber ich? Für unser Schwertquest. Mit dem Schwert. Was laber ich ja nicht für Scheiß gerade. Dafür werden wir es noch brauchen. So. Und jetzt holen wir uns erstmal Skulpturas. Ich meine nämlich, hier ist auch noch eine. Mal gucken. Unter so einem Stein. Okay, hier nicht. Eigentlich würde ich es ja hören. Ups. Sondern hier. Oder auch nicht. Ich höre nämlich nichts. Verdammt. War das nicht hier? Na. Muss mal kurz was prüfen. Also eine weiß ich. Die ist ja gleich da, die ich ja schon mal versucht habe zu holen. Boah, nicht ins Loch fallen. Wir wollen nicht der Kuh Hallo sagen. Hui. Nämlich hier. Es wird schon dunkel. Fangen wir jetzt noch die Quest an? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon funktioniert. Aber müsste eigentlich. Naja, wir können sie ja wenigstens schon mal anfangen. Auch wenn ich es gerne so in einem Part natürlich hätte. Aber na gut. So, hier nämlich. Hallöchen. Vom Hammer zerschlagen. Hui. Hallo Link. Schöner Blick von dir. Gut, dann gleich aufschreiben. Wie hieß der Berg noch hier? Todesberg. Nee, das ist gar nicht der Todesberg. Das ist Gebirgsfahrt, so. Stein mit Hammer. Das ist ja der Hammer. So hieß der vorletzte Part, glaube ich. So, zack. Links sieht auch affig aus. Naja. Gut, können wir hier wieder unseren patentierten Trick benutzen. Hui. Aua. Gut, mehr gibt's hier glaube ich auch nicht. Das heißt, wir beginnen die Quest. Und die beginnt sogar gleich in Kakariko, meine ich, ja. Ich habe extra so eine kleine Komplettlösung leben stehen.
Das ist doch super. Muss ich nur überlegen, wie das mal genau ging. Ja, genau. Ach, wir können uns ja auch noch... Ach, das habe ich ja ganz vergessen, Leute. Wir können ja noch was anderes machen. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Ich kann mir doch schon längst eine kleine... Epona. Das Pferd. Erinnert ihr euch an das Pferd, was wir als Kind besänftigt haben? Das können wir uns ja jetzt holen. So eine Scheiße. Das habe ich ganz verpennt. Das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt einfach, weil dann kann ich nochmal genau gucken, ob das mit der Biggeron-Quest überhaupt jetzt schon funktioniert. Dann habe ich das scheiß Pferd. Das ist sowieso sehr... Das werden wir gleich für die Quest auch brauchen. Das habe ich ja ganz vergessen. Das scheiß Viech muss ich mir auch noch holen. Hätte ich schon längst machen können. Gleich sofort, als wir rausgegangen sind, glaube ich. Als wir damals erwachsen wurden. Vor 50.000 Parts. Da hätte ich es, glaube ich, schon machen können. Tja, sei ein bisschen verpennt. Naja, kann mal passieren. Naja. Dann tun wir es jetzt nämlich. Wir müssen zurück auf die Lönnlön-Farm. Da ist ungefähr der Eingang. Geheimer Rückwärtsgang-Modus. Ach ja, können wir den Hammer rausholen. Ui. Nee. Dann nehmen wir unseren Bogen. Nee, auch doof. Ballen wir unseren Hammer. Hammer kann ja auch. Na, es gibt so einen coolen Trick. Wie war denn das noch? Warte mal. Warte mal, es gab doch so eine... Ich glaube, es geht erst mit einem Biggerons Schwert. Kann man immer zwischen Schwert und Hammer hin und her wechseln. Das sieht dann schon lustig aus. Immer so... Naja. Bei Link macht er sofort, wenn ich das Schwert raushole, setzt er sofort einen Schlag. Ich meine, das ist bei Biggerons Schwert... bei dem Biggerons Schwert nicht so. Naja. Bin mir jetzt auch nicht sicher. So, jetzt wird's witzig. Dort sehen wir schon... Ist... Talon. Marlon? Ne, Marlon war der Typi, ne? Marlon war der Vater. Talon ist das Mädchen. Das natürlich jetzt auch erwachsen geworden ist. Beziehungsweise größer. Ganz erwachsen sind wir noch nicht. Obwohl, doch sind wir. Ha! Stimmt's? Stimmt's? Bitte erzähl Basil nicht, dass ich dieses Lied singe. Okay. Na, erinnert ihr euch an das Lied? Dann zücken wir nochmal unsere Ocarina. Dann spielen wir das jetzt. Auch wenn ich vergessen habe, wie es ging. Nee. Scheiße. Mann, diese vergessen die ganzen Lieder. Das gibt's doch nicht. Konnte ich sonst immer. Hier, ich hole das Lied. Hoch, links, rechts. Meine Güte. Figaro, Figaro. So. Du kennst das Lied meiner Mutter? Von der Mom. Alle haben dieses Lied geliebt. Mein Vater, sogar Basil. Doch seit Ganondorf aufgetaucht ist, hat sich Basil völlig verändert. Wenn ich es singe und die Augen dabei schließe, denke ich an vergangene Zeiten. Auch Epona liebte dieses Lied. Damit konnte ich sie zähmen. Basil ist dies nie gelungen. Hihihi. Alles klar. Ich kann auch mal, fällt mir gerade mal so ein. Aber wieder meine normale Rüstung anziehen. Ich finde, Link steht grün einfach am besten. So wieder. Plopp. Wie ging denn das jetzt? Muss ich jetzt nochmal mit Basil reden? Das kann gut sein. Weil, ja, jetzt hier in der Zukunft hat sich das alles ein bisschen verändert. Nämlich hat Basil einfach mal die Farm übernommen. Warum auch nicht? Und Marlon hat sich in Kakariko geflüchtet. Quasi. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich kenne die ganzen Quests, wie gesagt, nicht mehr. Es ist lange her, als ich es gespielt habe. Man erkennt die ganzen Quests nicht mehr, wie das alles funktioniert. Aber naja. Okay, hier sind ganz viele Pferde und Kühe. Hallo und tschüss. Was war denn jetzt Basil? Muss ich nicht eigentlich was mit ihm machen? Oder geht das mit tags vielleicht oder so? Weil es ist ja so gesehen noch Nacht. Einfach mal gucken. Okay. Ach ja, da oben ist ja auch noch was, ne? Kann ich mal zeigen, da oben drauf. Da waren wir, glaube ich, nie drauf.
In die drin, meine ich. Hier der kleine Nebenraum. Guck mal, hier ist er ja sogar. Der Panther. Z. Ruhe, ich muss Kühe, Hühner. Aha. Und hast hoffentlich nichts dagegen, dass ich ein bisschen deine Vase kaputt mache. Wenn du hier ein bisschen rumschläfst. Oh Mann. Gut, dann. Kann man übrigens hier rauf. Genau. Das war der geheime Trick. Na gut, dann müssen wir wohl tags hier hin. Tut mir leid, wusste ich nicht mehr. Dann mal schnell raus hier und schnell Tag machen. Jetzt können wir mit unserer Ocarina. Boah, ich habe mich an das Lied erinnert. So, ist er jetzt hier? Mr. Herr und von zu Basel. Da ist er. Ja, schon wieder. Nicht wahr? Jetzt wird's witzig. Leute, jetzt wird's witzig. Mal gucken, ob wir es den Partner schaffen. Einige Leute verbreiten das Gerücht, ich hätte Talon um die Farm getrogen. Ach, Talon war der Vater und Marlon war die Tochter. Okay, ich war mir den Namen nicht mehr sicher. Aber das ist lächerlich. Talon hat alles heruntergewirtschaftet. Ich, der abarbeitende Luigi, habe meine ganze Kraft in die Farm gesteckt. Niemand darf deshalb schlecht über mich sprechen. Aha, im Vertrauen. Eigentlich war es der mächtige Ganondorf, der meine Talente erkannte und mir die Farm überließ. Als Dank werde ich ihm das beste Pferd meiner Züchtung als Präsent überreichen. Damit dürft ihr raten, welches Pferd das ist. Sag mal, hättest du nicht Lust, eines meiner Pferde zu reiten? Für nur 10 Rubine lasse ich dich reiten. Reiten, Mann! Soll ich dir erklären, wie man reitet? No! Die Farm dankt. Spaghetti, hm? Was? Bam, bram, bram. So, jetzt müssen wir mal eben Epona Seed spielen. So, ich erinnere mich an die Scheiße hier. Man muss jetzt nämlich... Ja. Ist ein bisschen glücksbasiert jetzt der Scheiß hier. Jetzt kommt nämlich Epona an. Die sich an uns erinnert. Ah, Epona. Ist doch überhaupt nicht auffällig, dass sie anders aussieht als die anderen. So. Epona. Nach all den Jahren. Können wir dich endlich reiten. Yeah. Ba, 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 ba. Die Musik ist voll laut. Ich höre meine eigene Stimme nicht mehr. Egal. So, das war jetzt irgendwie ziemlich dumm von mir, was ich hier mache. Ich reite gerade wie so ein Spasti. So, ein bisschen müssen wir jetzt reiten, ein bisschen unseren Skill zeigen. So, nämlich im richtigen Moment drücken und rüber. Das erinnert mich an das lustige Pferderennen, was wir später noch machen können. Was der gute Miso ja schon gemacht hat und ich, da war er ja Gast in der Folge. Könnt ihr euch gerne in meiner Playlist Gastauftritte angucken. Da hat er ein bisschen rumgefailt und das war extrem lustig. Naja. So. Reiten wir mal so oft, bis wir unser Geld wieder drin haben, was wir gerade ausgeben mussten. Hier gehe ich ziemlich schlecht mit meinen Karotten um. Ja, es sind Karotten da oben. Okay, na gut. Gehen wir jetzt mal zu ihm und reden mit ihm. Oh, oh. Ich will mit ihm reden. Ah, danke schön. Wie zu absteigen, halte an und drücke A. Verdammt. Habe ich dich nicht schon mal irgendwo gesehen? Du kommst. Na, super. Ende. Ey, runter vom Pferd. Das Zeit ist abgelaufen. Okay, da kommt mal gerade meine Katze in mein Zimmer rein. Die Tür war noch auf. Und sowas. Hi. Na? Egal. Oh, jetzt kommt sie wieder her und will, egal. Ablenken, die Folge ist sowieso gleich vorbei. Ich muss sehen, Rubine. Ja. Wir müssen nämlich, achso. Voll viel, obwohl es eigentlich voll einfach ist. Wir müssen jetzt nämlich ein bisschen rumreiten und dann mal ihm sprechen und mit etwas Glück sagt er dann so, ja, wollen wir mal ein Wettrennen machen. Und das Wettrennen müssen wir gewinnen, dann können wir Epona behalten. Das ist der ganze Witz. Warum steht meine Katze steht da ganz komisch hinter einem Tisch irgendwie rum. Macht nichts. Na gut. Boah, die Musik ist so laut, ne? Ich weiß gar nicht warum. Auf einmal. Früher war die Musik mal voll leise. So, umdrehen. Epona, du musst da rüber. Du kannst das. Jawohl. Bei Twilight Princess war das Reiten ja sogar noch cooler. Kleiner Hinweis, ich habe sie displayed. Oh. Kann man gerne mal sich angucken. Scheiße.
Egal, Mann. Wir haben unser Geld wieder drin. Ich weiß nicht, ob man wirklich jetzt Skills zeigen muss oder ob es einfach Glückssache ist, dass man das Rennen machen kann. Du reitest nicht... Ah, okay. Moment, ja. Okay, machen wir mal. Aber 50 Rubine? Das ist ja eigentlich auch nicht richtig. Naja. So, und eigentlich ist der Typ der totale Kack-Noob, auch wenn er vorher anfangen darf. Mann. Fick dich. Drück mich doch nicht so. Der drängt mich voll ab. Na gut, jetzt habe ich meinen kleinen Vorsprung. Jetzt lieber nicht zu inflationär mit unseren Karotten umgehen. Ich warte mal immer so lange, bis ein neuer da ist. Okay, jetzt sind wir gleich rum. Ich weiß gar nicht, muss das zwei Runden oder eine? Ja. Eine. So. Kriege 50 Rubine. Vermaledeide. Ich hoffe nur, der mächtige Ganondorf erfährt nicht von dieser Demütigung. Hey du, wie wäre es mit einer Revanche? Gewinnst du? Gehört das Pferd dir? Okay, man muss zwei Rennen machen. Alles klar. Kein Problem. Ich gewinne. Ich hab doch Skill. Okay, jetzt hat er einen Vorsprung. Nein, nicht gegen die Wand. Epona Plisse. Das ist nicht so geil. Ich darf jetzt nicht verlieren. Sonst ist alles hin. Und ich kann mein Leben vergessen. Okay, ich kann es nur hoffen, dass es nur eine Runde ist. Ja. Und damit gehört das Pferd uns. Wie kann das sein? Ist das wirklich Ebona? Wie ist es dir gelungen, das Pferd hinter meinem Rücken zu zähmen? Ich wollte Ebona dem mächtigen Ganondorf zum Geschenk machen. Nun habe ich sie beim Pferderennen verloren. Vermaledeide. Hätte nicht damit umgehen müssen, ey. Nun gut, so sei es denn. Ich halte meine Versprechen. Das Pferd möge dir gehören. Nur, die Farm darfst du mit ihr nicht verlassen. Du Arschloch! Ja, das sind wir eingesperrt. Mit dem Pferd. Traurige Musik. Aber es ist natürlich kein Problem. Wir sind ja Link und haben Epona und wir können einfach über diese Kante abhauen. So einfach ist das. Hui! Jetzt kommt eine coole Sequenz. So. Haben wir diesen Part doch gut rumgekriegt. Und damit haben wir Epona und können jetzt quer über die Steppe reiten. Mit ein bisschen mehr Produktivität. Hätte ich schon viel früher machen können. Nicht Arschloch. Na gut. Haben wir es wenigstens jetzt getan. Und ja, damit können wir dann im nächsten Part die Biggerun-Quest machen. Sofern es wirklich nicht zu... Ja, sofern es irgendwie noch nicht geht, weil wir in einigen Gebieten noch gar nicht waren. Aber naja. Wird schon funktionieren. Ich bin da ganz optimistisch. Muss ich mich noch ein bisschen informieren. Aber ich meine, im nächsten Tempel hatten die meisten Leute schon die... Schon das Schwert, von daher sollte es eigentlich gehen. Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser etwas längere Part gefallen. Wir haben Epona und alles ist cool. Nächsten Part, wie gesagt, Biggerun-Quest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.